Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, haben den Bullen ein bisschen auf die Palme gebracht und wir haben uns in der Warteschlange ein bisschen nach vorne gemogelt. Das müssen wir nur noch gucken, wie wir hier weiterkommen, weil der Wenzel blockiert immer noch die Warteschlange und damit der was tut, brauchen wir eine Wartenummer. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und irgendwie kriegt man, ich frage mich immer noch, warum er den Schrank hier nicht aufkriegt. Naja. So, ja. Das Problem ist jetzt, wir müssen dem irgendwie Wasser ins Haus schaffen. Aber der hat hier so eine tolle Schutzkappe auf dem Schornstein drauf. Können wir vielleicht den Trichter an das Rohr ankoppeln? Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Ja, aber, Wenzel hat eine Schutzklappe. Ja, ich weiß, dass der die da drauf hat. Die will ich doch nur runterkriegen. Das muss nicht um... Nein, ja, so möchte ich gern haben. So. Wenzel hat eine Schutz... Ja, ich will die doch nur irgendwie aufkriegen. Warum ist es dir nicht heiß, Wenzel? Hey, Wenzel, was gibt es? Ja, Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Worum geht es denn diesmal? Oh, klares Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Na und? Der Legende nach hat dein Vater... Auf diese Weise ist der Bürger... Man munkelt... Das noch immer ein paar... Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber sein Reichtum versteckt er lieber an... Immerhin hat er dir die Wünschelrute... Vielleicht kann man damit ja doch was... Träum weiter. Toll. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Wie du meinst. Okay, aber weiter kommen wir bis hier später. Auch nicht. Genau. So, wir müssen jetzt immer noch gucken, dass wir hier irgendwie... können wir den Ofen nicht anstellen? So, hier ist natürlich nix, gar nix, null, nada, niente, nischt. Können wir das Rezept reinlegen? Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ja, ist ja... Ich finde, ich komme ganz gut voran. Das finde ich im Moment gerade nicht. Ach je, wo war das nochmal mit den Strohhalmen? Ah, nee, das war bei Simon gewesen. Was soll man mit der Spritze anstellen? Ah, ich glaube, ich habe eine Idee, was wir mit der Spritze machen könnten. Vielleicht können wir uns ja mit der Spritze ein bisschen was von dem tollen Wasser hier holen, was ist so schön, Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. So. So, ich hoffe mal, das Blut ist jetzt vom Stier und nicht von dir selber. Stierblut? Check. Okay. Spritz. Bla bla bla. Spritze mit Taurin. So. Können wir die eigentlich auch nehmen und da direkt nochmal die Säure mit reinziehen? Das wäre natürlich cool. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Okay, dann vielleicht den Trichter nehmen. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Ach so. Ja. Nur, dass du dir schon ein paar Mal die Finger dran verätzt. Naja, mir soll es egal sein. So, wir haben es zumindest einfach eine Zutat jetzt schon mal gekriegt. Aber ich fürchte, dass hier mit dem Schornstein wird ein bisschen tricky. Wir müssen den Wenzel irgendwie dazu kriegen, dass er... Dass man hier, Hier gibt es... Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ja, aber irgendwie müssen wir den jetzt aufkriegen. Oder anmachen oder irgendwas...
Ich denke halt, wir müssen den Ofen hier anmachen, aber ich glaube, das hilft so alleine nicht wirklich. Können wir mit dem Dartpfeil was anstellen? Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Na, wenn du es sagst. Was haben wir denn noch? Oh, Moment, Luftballon mit Lachgas. Wenn wir den da reinstopfen. Okay, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe tatsächlich einen Plan. Oh mein Gott, oh mein Gott. Na gut, okay, vielleicht nicht ganz ein Plan, vielleicht so. Na, immerhin 80% eines Plans. So, weil wenn wir jetzt einen Luftballon nehmen, den Luftballon hier aufblasen. Und da jetzt den Haken dran binden. Ja, das müsste doch funktionieren. So, jetzt erstmal wieder die Kurzvariante zu Wenzel nach oben. So, und jetzt mit dem Haken da rein und dann bleiben wir Glück haben. Hält der jetzt. Yes! Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Wieso hat doch das getan, was wir wollten? Yay! So! Okay, dann gehen wir mal hoch und verpassen dem Rohr mal einen Tritt. So weit, so gut. So, dann ziehen wir hier einmal an. So. Wie schaut's denn da oben aus? Oh, da hat die Plörre schon weggemacht. Das ist ja nett. So, dann müssten wir hier unten nur noch das Rohr irgendwie Wenn ab. mich mein Brillant. Ja, das ist das Richtige. Das müssen wir jetzt nur irgendwie lose kriegen. Können wir es mit dem Zahnbohrer ein bisschen anbohren? Nee, das funktioniert jetzt nicht wirklich. Wow. Das sieht mir aber hier jetzt nicht nach Zahnbohrer, sondern eher nach Schlagbohrmaschine aus. Na egal. Bin ich froh, dass ich bei dem nicht zum Löcherbehandeln bin. Hei, hei. Machen wir doch einfach mal den hier. Bisschen abkürzen. So, jetzt gucken wir mal. So. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Okay, dann gehen wir mal bei Wenzel gucken. Oh, da ist jemand. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. So, aber jetzt kriegen wir die Wünschelrute. Und da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. okay, aber jetzt geht er hoffentlich dann in den Ortskern und. Oh! Hallo. Ah, Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint,
Die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Oh, das sind wir. Das sind wir. Guck mal. Guck mal, was wir haben, Lotti. Na? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Ja, aber... Bin ich jetzt endlich... Ja, doch. Ich habe... Trotzdem, es musste sein. So, na gut, dann, Wenzel? Ach, Rufus, was willst du dem Bürgermeister... Naja... Na, gehen wir mal gucken. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Oh. Du schlafmüsse bist der Bürgermeister. Was? Er stört. Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Okay, die erstmal die wichtige Frage. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. So. Okay, aber das ist auch mal noch ganz nebenher. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Das war hart. Okay, ja, aber weshalb wir eigentlich hier sind... Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Moment, ich, Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ja, Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium?
guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance. Ja, aber ich hab sie gefunden. Aber ich hab sie gefunden. Mhm. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal da... Ja. Aber wir haben noch ein paar Argumente übrig. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Na gut, dann halt nicht. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Natürlich. Und ob. Was denn jetzt noch? Ja, die Sache hier. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, in welche Richtung ich eigentlich schlafe. Aber ich mache mir aus sowas auch nicht wirklich viel. Okay, dann nochmal den hier. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Na gut. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ja, es ist noch und was. Ob. Was denn jetzt noch? Ja, die Post. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Okay, Wann macht noch gleich die Post auf? Wann immer ich... Richtig. Na gut, dann müssen wir anders weg. Das Mädchen weg. Gehört... Falsch. Ich habe bereits... So. Endlich. Ist noch was? Nee, wir sind fertig. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Okay. Ah, jetzt dürfen wir hier noch ein bisschen ein Wasseremblem. Hm. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Mhm. Ein Globus. Was für ein Schrotthaufen. Und guck mal, wer da drauf ist. Ah. Oh. Da fällt mir ein, das könnte man ja auch mal irgendwann noch spielen. Müssen wir mal gucken. Oh, da ist ein... Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Tja, dann, ein Schlüsselloch. Moment, wir haben doch, Ja, das wäre lustig. Ja, und? Funktioniert das jetzt nicht? Wir haben einen Dietrich und können ihn nicht benutzen. Aber was soll denn das für ein Käse sein? Eine Gegensprech- Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Aha. Was passiert, wenn wir die benutzen? Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? So, was haben wir denn noch alles hier? Ein Globus und ein Schlüsselloch. Tja, oh, das ist ein Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Naja, oder auch nicht. M-A-C-H-T-S-G-U-T... I-H-R I-D-O Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Tja, da kann man jetzt nichts machen. Wenn man sich so dämlich dran stellt. So, da haben wir immer noch das Wasseremblem. Moment, das war doch bestimmt hier auf der... Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Können wir... Die vielleicht damit benutzen? Passiert dann was? So.
Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. So. Aber was jetzt hier passiert, wenn wir den Schlüssel hier benutzen, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!